Frau Steinegger, unsere aktuelle Cloud-Readiness-Studie hier zeigt, dass sich die meisten Unternehmen in Deutschland im Mittel eigentlich relativ gut vorbereitet fühlen auf das ganze Thema Cloud-Computing. Wenn man dann in die Details runtergeht, Integration, technische Themen und so weiter, dann sieht man dann doch eine ganze Reihe von Problemen. Wo sehen Sie da die größten Ansatzpunkte? Ja, also der Wert überrascht uns natürlich nicht. Der Markt bereitet sich auf die Cloud-Themen entsprechend vor und will sich auch fit machen, fit vor Cloud. Ja. Ich denke, der Weg in die Cloud, das stellt viele Unternehmen immer noch vor Herausforderungen. A, die Entscheidungsfindung, welche Systeme, welche Applikationen, welche Anwendungen gebe ich in die Cloud, welche behalte ich traditionell und wie sieht der Weg der Transformation aus. Und hierzu gilt es natürlich in erster Linie die Unternehmensentscheider zu moderieren und an dem Prozess einer Entscheidungsfindung letzten Endes zu begleiten. Und das ist eine Riesenherausforderung, da gilt es zu unterstützen. Ist das, also die meisten Unternehmen verfolgen ja inzwischen eine Digitalisierungsstrategie, haben ganz konkrete Pläne. Ist die Cloud-Strategie Ihrer Ansicht nach einzubetten in diese Digitalisierungsstrategie? Und wie bricht sich das dann runter auf die verschiedenen Unternehmensbereiche? Ich denke, die Cloud-Strategie an sich ist integraler Bestandteil einer Digitalisierungsstrategie. Ich denke, das ist mittlerweile im Markt angekommen. Die Herausforderung dabei ist eben, diese übergeordnete Strategie in die Realisierung zu überführen. Und wie mache ich es denn? Und wer macht es wie und wer ist dafür verantwortlich? Die Governance dazu, die entsprechenden Projektstrukturen, die Tools und Prozesse. Hier wirklich eine Entscheidungsmatrix entsprechend zu bauen. Nach welchen Kriterien treffe ich welche Entscheidungen? Wie sehen die entsprechenden Betreibermodelle dazu aus? Und die SLA-Modelle, die Verrechnungsmodelle etc. pp. Und da gibt es halt einfach noch viel, Unsicherheit und da gilt es, die Anleitung entsprechend zu geben in Form von Workshops, in Form von Best-Practice-Beispielen und Vorgehensmodellen, die sich bereits etabliert haben, voneinander miteinander lernen. Nun ist ja das Thema Cloud Computing für die IT in den Unternehmen ein disruptives Thema. Mhm. Das heißt, die Dinge kommen wie von selbst über die Unternehmen in Form von Dropbox, Salesforce und so weiter und schlagen irgendwo in den Abteilungen auf, oft ohne, dass die IT-Abteilung etwas davon mitbekommt. Mhm. Schatten-IT ist hier das große Schlagwort. Das, was Sie geschildert haben, ist ja ein durchaus längerfristiger Prozess. Wie kann man diese Schatten-IT unterbinden? Im Prinzip kann man Schatten-IT nicht unterbinden, wenn man als IT-Abteilung nicht wettbewerbsfähig ist. Ja, Sie haben heute mit den neuen Cloud-Technologien die Möglichkeit, innerhalb von 28 Tagen maximal in eine Cloud zu gehen. Es gibt Provider, da geht es noch schneller. Insofern gilt es letzten Endes dafür zu sorgen, dass die IT-Abteilungen mit dem Business verstärkt verzahnt zusammenarbeiten und moderne, agile Alternativen bieten. Ja, und die Unternehmen dahingehend zu beraten, zu sagen, make or buy. Ja, es gibt Anwendungsszenarien, da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, die IT traditionell zu transformieren und versuchen aufzuholen. Der Zug ist teilweise an vielen Stellen schon abgefahren. Das heißt, Sie reden im Grunde Gartner mit der Idee einer IT der zwei Geschwindigkeiten, das Wort. Ja. Sehen Sie das schon öfter in Unternehmen? Absolut, absolut. Und es gibt gerade in international tätigen Unternehmen die bimodale Welt, traditionell, aber auch in Richtung Cloud. Das ist gelebte Praxis. Und man trifft dann oder traf in dem Fall bewusst die Entscheidung, zu sagen, Core-Technologie ist integraler Bestandteil unserer Digitalisierungsstrategie, aber wir sind auch innovativ und geben gewisse Themen in die Cloud. Und hierbei ist halt entscheidend, die Entscheidungshebel, die KPIs entsprechend so zu stellen, dass die Entscheidungen richtig getroffen werden können im Sinne von Budget, im Sinne von Skills und in Bezug auf Risiko. Mhm. Das Skills auszubalancieren.
Wir haben ja gerade in Deutschland immer wieder das Thema Security als großes Reizthema im Zusammenhang mit Cloud Computing. Auch die Studie zeigt es wieder. Ungefähr 3/4 aller Befragten sagen, das größte Problem, was wir in Sachen Cloud Readiness haben, ist eigentlich die Sicherheitsproblematik. Glauben Sie, haben die Anwender dann einen Punkt oder ist es etwas, wo Sie sagen, inzwischen fehlt es da auch an Informationen? Ich bin mal bewusst provokativ. Ich glaube, dass das Argument Sicherheit ein vorgeschobenes Argument ist. Es ist eine Frage der Transparenz. Das heißt, wir müssen hier als Ökosystem IT für Transparenz und Aufklärung sorgen. Ja, es gibt natürlich Dinge, die sie nicht steuern können. Ja, krimineller Hintergrund, keine Frage, aber technologisch gibt es eigentlich heute keine Gründe mehr, sich gegen eine Cloud zu entscheiden aus Sicherheitsgründen. Vielen Dank, Frau Steinecker. Gerne.